Herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen virtuellen Bewegungsstunde. In den kommenden Minuten werden wir zusammen unseren Körper und unseren Geist trainieren. Denn Bewegung und Sport sind nicht nur gut für unsere Muskeln und Gelenke, sondern auch für das Gehirn. In der folgenden Übung geht es um den Kraftaufbau. Auch Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen können mitmachen. Schön, dass Sie dabei sind. Sie benötigen bequeme Kleidung und etwas Wasser zum Trinken. Trainieren Sie barfuß oder mit festem Schuhwerk. Wenn Sie auf Socken trainieren, dann bitte auf rutschfesten. Außer einem Ball oder Luftballon sind keine Geräte nötig. Aber ein Partner oder eine Partnerin, der gemeinsam mit Ihnen die Übung macht. Denn wir wollen ja zusammen fit bleiben. Trainieren Sie nur, wenn Sie sich fit genug fühlen. Hören Sie zu jeder Zeit auf Ihr Bauchgefühl. Das ist kein Wettkampf, sondern Sie tun sich etwas Gutes. Beachten Sie auch beim Sport die allgemeinen Schutzmaßnahmen. Abstand, Hygiene und gegebenenfalls Alltagsmasken. Am besten trainieren Sie nur mit einem Partner aus Ihrem Haushalt und sorgen für ausreichend Raumlüftung. Damit Sie besser sehen können, was wir machen, habe ich mir ebenfalls ein Team organisiert, das mich unterstützt. Hallo Roswitha, Rolf, Nadine und Peter. Vielen Dank, dass ihr mitmacht. Legen wir los. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Lassen Sie uns den Kreislauf ein bisschen in Schwung bringen, bevor wir starten. Gehen Sie etwas auf der Stelle, um sich aufzuwärmen. Suchen Sie danach einen festen Stand. Strecken Sie nun die Arme nacheinander nach oben aus. So, als würden Sie Äpfel von einem Baum pflücken. Strecken Sie sich, machen Sie sich lang. Dann lassen wir die Schultern kreisen. Mal nach vorne, mal nach hinten. Schütteln mal unsere Arme, mal unsere Hand und Fußgelenke. Wer Mühe hat, dabei auf einem Bein zu stehen, hält sich an seinem Trainingspartner fest. Wird es schon etwas wärmer? Prima, dann fangen wir an.